Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Heute werden wir uns mal dem Geländemotorrad widmen. Und wir starten auch direkt rein. Gibt 75 Dollar für dieses Motorrad insgesamt. Wir brauchen das Geld, ist klar. Wir müssen neue Sachen kaufen. Neue Gerätschaften und alles. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Job und werden dann sehen. Ja, wie es läuft. So, dann gucken wir uns das gute Stück mal an. Das ist ziemlich dreckig, muss man sagen, ganz klar. Aber hinter dem Dreck befindet sich dann auch was Gutes. Muss man ganz klar so sehen, also. Oh ja. Ja gut, wenn man viel im Gelände unterwegs ist, dann ist das wohl klar, dass es dann so aussieht, wie es aussieht. Und dafür sind wir ja da, um dieses Motorrad wieder vernünftig herzurichten, sagen wir es mal so. Also ich denke mal, das wird ein schneller Job hier. Das ist gleich sauber, so wie es aussieht. Und dann gehen wir mal zu dem nächsten. Wir werden sehen, mal sehen, was wir dann machen. Entweder den Spielplatz oder das Bungalow. Mal sehen. Also ich muss sagen, es ist schon ziemlich verwinkelt, das ganze Teil hier, aber ich denke mal, wir werden es doch schaffen.
So, wir haben es dann auch geschafft, diesen Job abzuschließen. Wunderbar, wir haben es gemeistert. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was der nächste Job zu bieten hat. Und ich denke mal, wir gehen dann mal auf den Spielplatz. $500 dafür. Und ich denke mal, wir werden es schaffen. Wir gehen mal rein in den Job und wir gucken mal, wie uns der Spielplatz liegt. Denn die Kinder sind unser höchstes Gut, was man hat auf der Welt, und die sollten auch auf einem sauberen Spielplatz spielen können. So wie es aussieht, haben wir jetzt auch eine Leiter hier. Da wir ja auch da oben drauf müssen, denke ich mal. Also das wird gut und interessant, denke ich mal. Ich denke mal, hier werden wir mal ein bisschen mit dem Reiniger arbeiten. Wenn man mal so sieht, also was hier alles noch dreckig ist, da können wir uns auf jeden Fall auf einiges noch drauf einstellen. Und dass man hierfür einfach eine Firma anruft, kann ich nachvollziehen. Die Firma verdient ja Geld damit, und es ist doch schon eine kräftezehrende Arbeit, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke mal, das wird gut hier.
muss sagen, mit dem Reiniger glaube ich nicht, dass wir da irgendwie weit kommen. Weil, also es würde übertrieben viel Geld kosten, den immer wieder zu kaufen. Der verbraucht sich ja ziemlich schnell und, ja, aber wir werden ihn wahrscheinlich dann nochmal einsetzen. Vielleicht auch nochmal hier bei dem Karussell. Aber wichtig ist es ja eigentlich erstmal, dass wir ein bisschen Grund reinkriegen hier. Oh ja, das sieht doch nicht gut aus von unten. Naja. Aber man kann es wieder erkennen. Es ist schon recht sauber, muss ich sagen. Zumindest dieses Karussell hier. Gut, und das Karussell ist ja auch schon fast sauber, muss ich sagen. Das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Da fehlt noch ein bisschen. So, damit ist das schon fast. So, wir haben das Karussell schon mal gereinigt, hat uns auch wieder Geld gebracht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
So, hier nochmal eben schnell die Bank. Das sollte auch leicht verdientes Geld sein. So, die Bank haben wir dann auch fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben da hinten noch eine Bank. Hier können wir ein bisschen Wasserball spielen. Können wir noch schnell die Mülltonne, ein paar kleine Sachen noch schnell machen. So, der Abfallbehälter ist auch gereinigt. Das geht ja ruckzuck hier. So, und diese Bank haben wir dann auch. So, wir haben ja noch einiges zu tun. Aber meine Lieben, wir sind wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann ist das Däumchen oben, wird man euch loben. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dahin, ciao.